Was geht ab, Leute? Wolltet ihr eigentlich auch schon mal immer ein Spion werden? Dann habt ihr heute die Möglichkeit, die besten Tipps dafür zu lernen. Oder wollt ihr vielleicht einfach nur irgendwie eure Freundin oder euren Freund stalken, was man auf jeden Fall nicht machen sollte. Dann habt ihr heute auch wieder ein paar Tipps und sowas am Start. Deswegen, Leute, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von sowas mehr sehen wollt. Checkt noch hier mal Merch aus, den ihr gerade hinter mir seht. Der fliegt hier so ein bisschen rum, deswegen checkt ihn gerne aus. Und ich würde sagen, let's go in das Video. Zuallererst haben wir anscheinend so einen Lippenbalsam oder sowas, oder Lipballen. Da kommt jetzt quasi der USB-Stick rein und schon kannst du einfach ganz entspannt, bob, kurz abstöpseln und dann alles runterladen, irgendwas Interessantes und dann direkt wieder wegziehen, Leute. Also anscheinend ist das eine sehr, sehr gute Lösung. Das machen wir jetzt hier. Hier wird jetzt erstmal so ein bisschen was zusammengedrückt und dann wieder auf was rauf und jetzt hier auch nochmal ganz kurz. Ach, das ist dann so ein Ring oder so, ne? Kann das angehen? Oha. Und das soll jetzt unauffällig sein, oder was? Einfach so ein Monsterring. Oha. Okay, warte mal. Ah, okay, okay. Und dann so eine geheime Nachricht oder sowas. Ah, okay, okay. Gut zu wissen. So, hier öffnen wir am besten eine Tür ohne Fingerabdrücke. Das werden wir jetzt erfahren. Dafür brauchen wir einfach nur eine ganz normale Karte. Die muss auch nicht unbedingt... Oha. Oha. Okay, das war auf jeden Fall heftig, Leute. Das war anscheinend echt heftig, muss ich sagen. So kann man, aber die hat doch eben daran trotzdem noch gezogen, oder nicht? Na gut, okay, was ist jetzt hier? Da steht jetzt, wir sehen dich in Bellas. Okay, Bellas ist anscheinend der Ort, wo die sich treffen wollen. Und das vermischt jetzt hier alles, jetzt kann man das gar nicht mehr lesen. Aber jetzt, wenn man das Rote darüber hält, dann kann man wieder die Nachricht lesen, Leute. Okay, das ist natürlich clever. Ey, das ist voll cool, Alter. Was ist das jetzt hier? Achso, der tarnt sich als Müllsack. Warum sollte man sich als Müllsack tarnen? Aber anscheinend macht sie es jetzt einfach und läuft jetzt erstmal so ein bisschen rum. Und er grinst noch. Was wird jetzt hier gemacht, Leute? Oha, sie guckt mit dem Spiegel am Fuß auf sein Handy und er guckt gerade andere Frauen an. Und er sagt, hier, ich liebe dich, Schatz. Ey, ohne Spaß, ne? Ohne Spaß, das ist schon merkwürdig, das ist schon echt merkwürdig. Hier, den Trick kenne ich sogar. Genau, da macht man einfach so einen kleinen Abdruck rein und dann mit einer heißen Klebe rein und dann kannst du einfach so deinen eigenen Schlüssel machen. Und schon kannst du dann Sachen aufmachen. So, was macht die jetzt hier? Die nimmt jetzt seinen Finger ganz kurz, um was aufzumachen, aber anscheinend funktioniert es jetzt gerade leider nicht. Aber, oh nein, den kenne ich auch schon, oder? Oh, Leute, ja, oh nein, oh, mit seinem Fuß, oh mein Gott, oh, okay, okay, okay. Und den kenne ich auch schon, oder? Kenne ich den auch schon, Leute? Da versteckt jetzt einfach ihre... Genau, ihre Sache einfach in der Melone drin. Eieiei, man kann es auf jeden Fall auch echt übertreiben, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall schon echt mega wild. Was macht die jetzt hier im Badezimmer, Freunde? Die hat jetzt hier anscheinend gerade irgendwie eine Nachricht oder so. Jetzt tunkt sie jetzt hier rein und schon wird auf einmal die Burg angezeigt. Also noch so eine andere geheime Nachricht. Was auf jeden Fall echt clever ist, muss ich sagen. So, jetzt hier kurz einmal ganz kurz was draufmalen, so. Mit verschiedenen... Okay, warte mal, hier, okay, pass auf, jetzt soll man anscheinend da durchgucken können, oder was? Das hier, kannst du kurz was raufschreiben, so, und man wird es nicht lesen können, aber mit der Taschenlampe kann man es dann auf einmal lesen. Lol, okay, das ist auf jeden Fall schon echt verrückt, Alter, das ist schon echt verrückt. Was macht die jetzt hier? Okay, die ist jetzt geheim in einem Raum unterwegs und macht jetzt erstmal, ach so, sie guckt jetzt nach Kameras. Ach, das habe ich auch schon mal gesehen, Alter, oh mein Gott. Hier einmal ganz kurz ein Glas Milch und dann kannst du anscheinend mit dem Glas Milch, Leute, beziehungsweise dann irgendwas auf dein T-Shirt draufschreiben. Und jetzt einmal ganz kurz das Ding bügeln. So, zack, bügeln, Leute. Und lol. Und dann das mit der Milch wird dann angezeigt, weil das ja quasi so ein bisschen verbrennt dann. Hä, wie krass ist das denn, bitteschön? Okay, was macht die jetzt hier? Die guckt jetzt, will jetzt am besten durch so ein bisschen Türloch gucken oder was? Das sind wir dafür einfach in eine Glasmurmel. Und dann schwarzes Papier und dann noch so ein Tape. Und jetzt, was soll man jetzt machen, Leute? Jetzt soll man anscheinend damit perfekt durchgucken können. Lol, okay. Also das ist anscheinend schon gut zu sehen. Aber dann wird man ja sogar noch falsch rum angezeigt. Ne? So hier, da hört sie anscheinend irgendwas auf der anderen Seite. Da muss man wahrscheinlich einfach ein Glas oder sowas nehmen. Oder, nee, was macht die jetzt? Die nimmt jetzt hier einmal ganz kurz einen Ballon, stülpt es über einen Becher rüber. Ach so, und dann kann man es besser hören. Ach so, da habe ich auch schon mal gesehen, den Trick. Das ist auf jeden Fall auch echt mega gut. So, hier macht ihr jetzt auf jeden Fall, oder was ist mit dir, ne? Was ist, sie kann nicht schlafen, Leute. Sie kann nicht schlafen, was ist los? Oh, der Wecker, der klingelt. Und, oder warte, nee, Moment mal, hä? Jetzt wird anscheinend hier so ein Seil rangemacht am Wecker. Jetzt kann man einen Alarm machen. Dann hier nochmal ganz kurz einen Pin dran machen. Und jetzt, ach so, wenn jemand jetzt quasi dagegen läuft, dann klingelt der Wecker los. Das ist dann quasi einfach so eine Falle.
Das ist schon echt gut gemacht, Leute, muss ich sagen. Das ist schon echt mega gut gemacht. So, jetzt nehmen wir hier einmal noch ganz kurz einen, okay, das muss man jetzt einmal ganz kurz ausschneiden hier bei der Seife. So, das heißt hier, das kann man jetzt ganz kurz mitnehmen, so. Und dann nimmt man das Ding jetzt hier und malt sich anscheinend irgendwas auf seinen Arm. Und jetzt kommt dann ein bisschen Asche rüber. Und dann wirst du sehen können, was da steht. LOL. 524 ist ja voll cool, Alter. So, hier ganz kurz Deckel in der Pringles-Dose reinmachen. Und hier nochmal ganz kurz ein Kabel durchmachen. Und nochmal umdrehen. Und nun, was wird jetzt hier gemacht, Leute? Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was jetzt hier gemacht wird. Okay, jetzt kommt hier anscheinend so ein Kabel durch. Und das wird noch abgeschnitten oder umgedreht. Und, hier nochmal ganz kurz so ein Deckel. Hä, okay. Okay, wann, was soll das jetzt werden, Leute? Ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung, was es werden soll. Was soll man jetzt damit machen? Ach, damit kann man seine Stimme verstellen. Hallo, ich bin ein Unbekannter, der Sie anruft und irgendwas von Ihnen möchte. Hier hat ihr anscheinend so einen Naschi-Schrank. Da kannst du einmal so ein Seil ranmachen und dann musst du was da rummachen. Und dann, wenn es jemand aufmacht, fällt dieses Seil da drunter und dann macht das wieder zu. Und dann hat man halt den perfekten Auslöser, um zu sehen, ob jemand die Tür geöffnet hat oder nicht. Das ist gut, wenn ihr Geschwister habt, Leute. Das ist echt gut. So, hier mal ganz kurz ein paar Streifen ausschneiden bei einem Papier. Und zusammen machen und Toilettenpapierrolle, okay, ein bisschen rumdrehen jetzt hier. Und dann kannst du, dann kannst du irgendwas raufschreiben. Das heißt, wir treffen uns bei Mitternacht und jetzt kannst du es wieder abmachen. Und dann kann man nicht erkennen, was da steht. Aber man kann es dann quasi so einmal rumrollen hier und dann benutzt du die Rolle und dann rollst rum. Und dann kannst du es perfekt rummachen und dann kannst du sehen, okay, bei Mitternacht wie gewöhnlich unter Spot. Ist auf jeden Fall clever, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall echt clever. So, jetzt haben wir hier noch mal ganz kurz so ein... Was ist das jetzt hier? So eine Mütze oder so. Und die wird jetzt quasi ineinander gemacht. Da hat man quasi zwei Mützen in einem. Und kann sich halt ganz schnell tarnen, wenn man es, glaube ich, muss. Das heißt, hier kann man es umklappen oder so. Gehe ich, glaube ich, mal von aus. Das heißt, hier eine orange Mütze. Und jetzt macht es ganz schnell andersrum. Zack, zack, zack. Und schon hat die nur einen ganz normalen Hut und andere Klamotten. Und man sieht das Orange natürlich gar nicht hinten. Also... Naja, hier auf jeden Fall noch mal ganz kurz so ein bisschen Papier. Und das macht man jetzt hier noch mal ganz kurz rauf. So, zack, einmal links und rechts. Und schon kannst du anscheinend dann beobachten, ob dir jemand folgt. Und zwar hier ist es, ja, okay. Also, aber das Ding ist irgendwie, ich weiß nicht, Leute, irgendwie kenne ich hier die meisten Sachen schon. Ich würde sagen, wenn ihr vielleicht sowas noch mehr sehen wollt, dass wir auf sowas reagieren, also zum Beispiel einfach noch mal weitere Spione-Hacks, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, Freunde, und checkt eins mal ein Video aus, einfach draufklicken und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.